Neumond starten. Sehr schön. Da erwartet uns noch eine ganze Menge, möchte ich meinen. Wir können eine ganze Kathedrale bauen, so what the fuck einfach, ne? So. Dann brauchen wir jetzt noch einmal Baumwolle. Guck mal, hier haben wir sowieso jetzt alles schon gefunden. Dann können wir da hier auf jeden Fall das nochmal machen, weil wir brauchen auf jeden Fall nochmal Baumwolle. Die ist for sure. Wobei ein Seil kann ich ja gar nicht rüber transportieren. Sehe ich das jetzt? Eigentlich kann ich es nicht, ne? Das muss ich dann in zwei Touren tatsächlich machen. Oh man. Mal her. Angelplatz. Wir müssen einmal kurz leer räumen. Dich verkaufe ich gerne wieder. Ja, wir haben wieder Glück gehabt. I mean, I'm not even mad. This is amazing. Ja gut, Treibholz ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite gerade, möchte ich sagen. Jetzt hier brauche ich nicht. Hier brauche ich nicht. So, gönnen wir uns dann kurz erstmal einen Fisch, würde ich sagen. Weil Steine gibt es hier, glaube ich, jetzt gerade noch so nicht. Vielleicht gibt es die später, kann man die später hier sammeln, aber noch sieht das nicht so aus. Gönnen wir uns jetzt erstmal wieder einen Storch. Ein Storch, genau. Genau das meine ich. Ein Dorsch meine ich natürlich. Essen brauchen wir noch nicht. Die Bananenstaude oder den Bananenbaum können wir jetzt erstmal so lassen. Was können wir noch looten? So, mal ein Ding weg hier. Wie ungünstig, dass du nur eine Sache transportieren kannst. Mit anderen Worten, ich würde sagen, dass wir dann gleich kurz bevor der Mond zu Ende ist, mit dem Typen und dem Segel mal rübergehen. Das sage ich jetzt. Fisch machen wir. So, komm nochmal her. Ja, Baumwolle, so läuft der Hase nämlich. Ja, ist okay. Also wieder sehr entspannte Musik. Hier ist jetzt wieder alles entspannt, weißt du? Hier so alles noch entspannt. Ach Leute, ich bin doof wie sonst was. Wir haben schon Seile unten, sehe ich gerade, ne? Never mind. Das heißt aber, wenn wir dann zurückfahren, einmal für den Stoff und wieder herkommen, können wir auf jeden Fall einen Stein mal mitnehmen, ne? Für hier die Fischfalle. Nicht vergessen. Stein, Stein, Stein. So, Mond neigt sich langsam der Ende. Ich würde sagen, wie... Geht doch nicht, ne? Das heißt, ich habe dann, glaube ich, was vercheckt, aber das heißt, dass wir tatsächlich hier jetzt erstmal schauen müssen, dass wir komplett von Null anfangen. Sehe ich das richtig? Also nicht jetzt schon irgendwie gucken können, dass wir irgendwas hin und her transportieren. Sprich, wir müssen theoretisch auch mit der Hütte erstmal wieder anfangen, um hier wieder ein bisschen mehr Platz zu schaffen oben. Aber ich habe noch keine Steine gefunden, ist das Problem. Das ist so ein kleines Problemchen jetzt hier gerade, möchte ich bisschen meinen. Als ob der keinen Stoff auf dem Ruderboot mitnehmen kann, ich bin enttäuscht. Stoff lassen wir auf jeden Fall erstmal hier. Wo gibt's diesen Stein, Alter? Wahrscheinlich grillen und chillen? Oder an der Küste tatsächlich? Ist das nur diese eine Karte, die wir noch nicht gefunden haben? Haben wir so viel Pech gehabt? Maybe, maybe, ne? So, das fängt schon wieder hier an zu verrotten. Das geht ja gar nicht, ha? Irgendwann ist auch mal gut. So, gönnen wir uns nochmal jetzt Küstenpaket. Überzeugt bin ich ja nicht. Dann gehst du mal einen Angelplatz ran für einen neuen Fisch. Und die Baumwollsachen können wir gleich auf jeden Fall mal verkaufen. Das heißt, unser Leben findet jetzt erstmal hier statt. Wäre eine absolute Katastrophe auf dem Festland herrscht. Die Karten fliegen da durch die Gegend, ey. Bin auch ganz froh, ehrlich gesagt, dass wir jetzt hier 30 Leben und den Krieger voll ausgestattet hier rübergeballert haben, Alter. Sonst hätte ich mich ja auch nicht sicher gefühlt. Aber der Dämon war schon krass. Das heißt, jetzt ist hier wahnsinnig viel in den letzten Folgen einfach mal passiert jetzt gerade. So mehr als in den gefühlten Folgen davor. Wobei, wir waren im Büsterwald, ja, gut. I have to say. So, baller welche den Dorsch. Zack. So läuft der Hase, ja. So, machen wir kurz mal Baumwolle hier ein bisschen. Bananenbaum können wir gleich auch nochmal auf jeden Fall looten. Ein Seil können wir theoretisch auch schon verkaufen, ne? So ist es ja nicht. Aber ich hätte gerne noch hier diese eine Karte, die wir da noch nicht ganz nicht finden. Ich schwöre, das ist der Stein. Wir finden den gar nicht, weil wir wahnsinnig viel Pech haben.
Ich schwöre es euch. So. Dann gönn dir mal die Bananas. Aber schneller geht's nicht. Lol, warte. Es geht schneller. Das sind Sachen, die weiß ich gar nicht, Junge. Was geht plötzlich ab hier? Ja, anscheinend kannte ich das Spiel gar nicht. Okay. Gönnung, Gönnung, würde ich sagen. So, das ist aber eher nach meinem Geschmack hier, diese Schnelligkeit. Jetzt geht es richtig ab hier. Leute, die mich schon ein bisschen kennen, die wissen, ich bin wahnsinnig, also teilweise ein sehr, sehr ungeduldiger Spieler. Bam. Danke. Deswegen ist dieser Schnelligkeitsmodus, also dass du das einmal auf mal zwei hier erhöhen kannst, wahnsinnig attraktiv für mich. So, haben wir das Essen noch nicht ganz. Wir holen nochmal ein paar Bananas. Und dann wird es hier Baumwolle gegönnt. So, perfekt. Gönnung. Können wir eigentlich schon das nächste Paket einmal aufmachen? Okay, da haben wir die letzte Karte gefunden. Es gab keinen Stein, aber es gibt einen Affen. Möchte sehr gerne eine Banane. Die Frage, klaut er die uns jetzt? Wir geben dem. Dressierter Affe, kann dir bei Aufgaben helfen, verwandelt sich am Ende des Mondes zurück in einen normalen Affen. Das heißt, ich muss ihn jetzt jedes Mal, also er ist jetzt gerade ein vollwertiger Dorfbewohner, aber ich muss ihm danach jetzt jedes Mal eine neue Banane geben. Junge, ich bin doch nicht Krösus. Was denkst du denn, wer du bist? Aber er ist ja gut, hilfreich ist es schon jetzt gerade, ne? Und Banane haben wir immer mal übrig, sehe ich jetzt gerade. Generell gerade ein paar zu viele Karten. Moment. Wieder Angelplatz zu viel, ne? Na gut. Verkaufen wir den rohen Fisch ganz einfach. Gut, dann haben wir da alle gefunden. Dann würde ich sagen, gehen wir nach grillen und chillen, ne? Das ist doch hier doch mein Motto hier. So, bitte einmal ernähren. Den Affen muss ich hoffentlich nicht nochmal extra ernähren, ne? Besser ist es, ey. Der kriegt hier seine Banane, dann ist auch mal gut. Oh nein. Oh bitte, please no. Jetzt haben wir auf jeden Fall, ich sehe gerade, keine Banane mehr. No Banana. Und ich hoffe jetzt ganz stark, dass in diesem Piratenschiff jetzt keine ganze Armada drin hockt. Das wäre in allen Bereichen ungünstig. Und drauf geschissen, wir verkaufen jetzt hier einen. Sonst kommen wir hier nicht auf den Nenner. So, was haben wir hier? Eine Limette. Eine Krabbe. Warum hat sie, entwickelt sich alles zu Krabben weiter? Okay, können wir, warte mal. Können wir wahrscheinlich auch züchten. Holen wir uns mal kurz. Tamago-Sushi, Omelette, Seetang. Ja. Kommen wir vielleicht irgendwann zu. Banane für den Affen. Limette investieren wir direkt hier für nicht entdeckte Karten. Für nochmal Basic Shit. Ah, okay. Noch ein Affen sehe ich jetzt ja gerade nicht. Rohes Krabbenfleisch. Sollte vor dem Verzehr gekocht werden. Dann verkaufen wir das Ding erstmal. Und gönnen uns hier einfach mal zwei Pakete. So weißt du, Gönnung einfach. Und uns ein bisschen Geld. Geh mir einen Küttel, Alter, vom Affen. Willst du mich verarschen? Fand er wahrscheinlich jetzt gar nicht so schön, dass wir gerade seinen Kollegen da weggesnackt haben. So, der Piratenschiff ist auch gleich am Start. Ah, jetzt passiert gerade wahnsinnig viel, ne? So, Banane, sehr gut. Dann kommen wir raus da. Ein Pirat, tatsächlich nur. Ein stämmiger, zorniger Seemann. Den snacken wir weg, würde ich sagen, ne? Hier ist Piratensäbel, alles schön und gut. Das Piratensegel würde ich dir am liebsten auch abluchsen, aber ich glaube, das kann ich nicht. Welch mit dir? Boah, ich kann es tatsächlich abluchsen. Was ein Luxus, aber tatsächlich haben wir jetzt das Problem. Gibt gut Geld, würde ich auch gerne direkt investieren, wenn ich ehrlich bin. Weil wir haben den Platz nicht. Wir brauchen immer noch Steine und ich weiß nicht, wie ich hier Steine machen kann. Das macht mich richtig kirre. Wenn ich mal ganz early zu euch bin. Ah. Wie macht man doch nochmal, jetzt brauche ich doch vielleicht mal langsam doch hier, Muscheltruhe. Zwei Holz. Das kriegen wir jetzt hin. Komm mal her erstmal. Eine Chilischote. Guck mal, die grinst auch. Lass herum, macht Dorfbewohner betrunken. Ja, hilft uns jetzt auch nicht. So, gibt uns eher mehr Geld. Also können wir vielleicht irgendwann mal machen, weil wir bekommen das safe wieder. Aber just in diesem Moment brauchen wir das nicht. Meeresfrüchte-Eintopf. Boah. Kommt vielleicht auch noch zu. Dann machen wir kurz mal eine Truhe. Was soll's, ne? Guck mal da. Wunderschön. Die Schote verkaufen wir, Flasche rum verkaufen wir, dich verkaufen wir. Das heißt, wir haben ordentlich Cash gemacht. Gönn uns hier nochmal. So. Dressierter Affe, muss ich sagen, gefällt mir gut. Ja, gefällt mir gut. Aber geil. Spricht wie ein Mensch, fliegt wie ein Vogel, macht Piraten glücklich.
Mit die können wir aber, glaube ich, jetzt gerade noch nichts Sinnvolles anstellen. Dann gönnen wir uns dich lieber. Gegen Knochen. Hier haben wir nochmal Sushi. Wissen wir schon, wie das geht. Jetzt gerade kommt es hier Schlag auf Schlag. Das sollte auch nochmal zuerst gekocht werden. Lagerfeuer brauchen wir ein Stöckchen. Warte. Muss ich hier nochmal auf die Basic-Sachen zurückgucken, ey. Warte mal. Mittlerweile. Wichtig kann immer weg. Das juckt jetzt gerade erstmal tatsächlich nicht. Militär juckt gerade tatsächlich auch nicht. Kochen erstmal auch nicht. Wo ist The Lagerfeuer? Muss es schon wieder übersehen. Leuchtturm sehe ich ja nicht ganz. Jetzt ohne Spaß, wo ist das Lagerfeuer? Das war aber, glaube ich, Holz und Stock, ne? Oder war das hier mit Feuerstein? Ich glaube, mit Feuerstein. Guck mal, so eine Basic-Sache, das haben wir doch gerade eben noch gemacht. Hä? Ich bin gerade wahnsinnig perplex. Also, ich bin gerade selber ein bisschen schockiert, dass ich das gerade nicht weiß. Mach mal raus mit dem Stock. Nee. Ja, aber wir machen kurz mal her. Ich glaube, du hast jetzt die Banane von dem Typen weggegessen. Übrigens, müssen wir wieder gucken, dass wir ein bisschen an Essen reinkommen. So, dressierter Affe, Glückwunsch. Dann war das hier so. Hä? Yeah. Ach ja, stimmt, jetzt haben wir es auch. So, dressierter Affe, Glückwunsch. Gönn dir mal den Fisch, bitte. Du kannst weg. Wir gönnen uns erstmal nochmal hier Basic Shit. So, kann weg. Gönn dir erstmal den Bananenbaum. Erstmal essen. Okay, never mind. Essen haben wir direkt genug hier. Den kannst du nicht bekämpfen. Du hast keine Kraft. Lagerfeuer. Damit hätten wir das Essen jetzt machen können, drauf geschissen. Oder wir machen einfach den hier. Nichts einfacher als das. So, nächster Dorsch. Es geht hier gerade richtig ab. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Können wir ein bisschen was verkaufen? Bananen behalten wir erstmal. Daraus wird vielleicht sowieso nur eine einzige Karte. Können wir dann auch nochmal reintun hier ins Lagerfeuer. Ne, da machen wir ein Sushi draus. So, du machst Treibholz. Du könntest sie mal grillen und chillen. Jetzt geht es hier zack auf zack. Theoretisch haben wir jetzt noch ein Affen für eine kurze Zeit. Ich sag mal so, genug Bananen haben wir ja gerade. Aber eigentlich haben wir gerade nicht genug Jobs. Unsere Affen sind arbeitslos. Das ist... Ach nee, ist nicht noch einer. So, können wir machen. So, welch scheiß auf irgendwelche Rezepte hier. Auch essenstechnisch bleiben wir erstmal hier beim Basic Shit. Gegrillter Fisch. Guck mal, gegrillter Fisch sieht doch sick aus. So, zwei Bananen für unsere Affen. Behalten wir erstmal zwei, würde ich einfach sagen. Genau, Hütte brauche ich halt Steine. Das ist jetzt so ein Ding. Hütte da. Ich habe den Stein noch nicht gefunden. Also, da fragt man sich natürlich, ob es den wirklich gibt. Bei Lager aus sehe ich mich gar nicht. Das können wir doch gar nicht machen. So, hier haben wir jetzt tatsächlich alles gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, schließen wir eine Inselquest ab, um dieses Paket freizuschalten. Bin eine Fischfalle her. Stein. Auch ein Stein. Ja, Lagerfeuer und Holz kriegen wir. Holzkohle. Holzkohle ist aber kein Stein. Ach, lol. Ich bin dumm wie sonst. Wir reden gar nicht am besten drüber. Stimmt. Ach, lol, der Sandstein, ey. Auch ist das unangenehm. Wir hätten es schon einfach die ganze Zeit schaffen können. So, gönn dir mal bitte noch einmal einen Sand. Dankeschön. Das kann ja wohl nicht angehen. So, Einzeleinblicke. So läuft der Hase nämlich. So, jetzt kurz. Dann dürfen wir noch eine Karte weggeben. Drei Karten. Okay, warte. Zack. Weiter geht's. Erste Banane. Ach komm, weißt du was? Reicht ein Affe. Wir kommen schneller, denke ich, wieder an einen zweiten. Da bin ich mir relativ sicher. So, sorry. So, Sandstein. Jetzt aber bitte, meine Güte. Dann lass erstmal bitte eine Hütte bauen. Stein, Stock. Holz und Stock noch. Das kriegen wir hin. So. Inseleinblicke. 18 nicht entdeckte Karten. Goldbarren kann man auch finden. Alter, what the hell?
Treibholz ist gut. Brauchen wir. Vielleicht hätten wir doch eine Banane behalten können, wenn ich early bin. Also noch, ich meine, den anderen Affen noch behalten können. Ist der jetzt auch ein... Natürlich kann der jetzt einen Stock machen, klar. Na klar. Na, jetzt habe ich zwei Stöcker gemacht, ne? Wir reden nicht drüber. Ja, ich bin gerade irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Noch ein bisschen overwhelmed, sage ich mal. So, Glückwunsch. Wir haben gerade keine Banane mehr, ne? Dann müssen wir gucken, dass wir ein paar Bananenstauden nochmal ankriegen. Guck mal da. Ach, jetzt kriegen wir tatsächlich nur Stöcker raus. Das ist ja frech. Warte mal. Stein. Mach mal bitte eine Hütte draus. Angelplatz, du suchst mal bitte da kurz was raus. Machst dir das. Ja, essenstechnisch läuft es wieder ein bisschen zu gut für meinen Geschmack. Genau das meine ich. Werfen halt zur Not Essen weg, ne? Dann kriegen wir ein bisschen Geld. Eigentlich noch nicht, ne? Also kann ich jetzt theoretisch schon rauf tun. Essen kriegen wir schon ran. Drei Karten noch. Das ist in der Tat ein Problem. Erstmal so. Essen kriegen wir schon genug ran. Da habe ich jetzt keine Sorge. So, der baut noch. Dann gehen wir mal in die Insel einen Blick und gönnen uns mal hier nochmal so ein Basic-Paket. Genau, perfekt. Dann machst du mir das jetzt. Aber gleich sogar schon eine Hütte hier, um ein bisschen mehr Platz zu haben für die Karten. I like. Ich würde auch direkt, ehrlich gesagt, gerne neue Hütte machen. Damit wir da erstmal ein bisschen Ruhe haben. So, dann haben wir das gleich. Ich zweimal Sand wäre der Hit. Um die Möwe kümmern wir uns sofort. Ja, mal halt kurz so, wenn es denn sein muss. Fisch ist gut. Zack. Das kann auch weg. Wunderbar. Dann machen wir auf. Gerücht, Haiköder. Beim Einsatz einer Fischhalle kannst du mit Hilfe von Rumpfleisch einen Hai fangen. Uff. Okay. Und Glas haben wir gefunden. Cool. Die Mette kann weg. Ich frage mich early jetzt, ob ich noch irgendwie... Also ich muss ja irgendwie Dorfbewohner noch herkriegen. Also ich glaube, wir werden noch einen finden hier. Weil ich kann ja keinen zwei Dorfbewohner rüberschicken. Es geht ja nur einer. Wobei, ich könnte natürlich in der Schaluppe bauen. Dann geht das schon. Fischfalle sind wir auch immer noch dabei, ne? Die hätte ich jetzt gerne als nächstes für die Mission. Stein und Seil. Haben wir gerade beides nicht, ne? Haben wir gerade ordentlich verkauft, sagst du? Mal wieder ein paar Bananen holen, das wird wichtig sein. Glas können wir erstmal verkaufen, brauche ich jetzt gerade frisch nicht. Sandgrube, unbegrenzte Sandvorkommen, das klingt nach etwas für mich. Kann auch weg? Nee, machen wir nicht. Ein bisschen befragt, warte mal. Sandgrube ist natürlich sick. Mal auf die Basic-Sachen ein. Alter, Bananas, aber ja, aber sowas von im Überfluss. Warte, jetzt gehen wir doch mal gucken. Hier Sandgrube. Sand, Feuerstein, Holz. Oh, den Feuerstein haben wir verkauft. Boah. Please don't, ja. Ja, dann gönnen wir kurz mal Bananen. Gibt jetzt ja Geld auch zur Not. Ja. Wir können jetzt ein paar Karten behalten, so ist es ja nicht. So, dann hier bam, bam. Gönnung. Wollwurfpflanze, alles gleich. Geh mal hin da, du gehst da hin. Du gehst zum Angelplatz, I don't know. Feuerstein haben wir gefunden, das ist jetzt eigentlich sick. Dann machen wir uns erstmal das. Eine gute alte Sandgrube, ja. Besser ist es. Da kriegen wir einiges hier. Du kommst erstmal nach da. Du gönnst Sand. Du gönnst dir erstmal Fisch. Jetzt haben wir, viel zu viele Karten. Wir brauchen unbedingt noch ein paar Hütten. Ich sag euch so, wie es ist. Geht leider nicht unter Karte, die weg ist dann, ne? Und jetzt hier so Sandgrube kostet ja auch. So, noch zwei Sachen, dann würde ich sagen, lieber ein Sack. Glückwunsch. So, dann gönn mal bitte. Mal kurz mal vorspulen. Was bauen wir jetzt, ist die Frage. Ich finde übrigens geil, dass ich das jetzt alles mit hier Affen irgendwie gerade geregelt kriege.
Genau, erstmal noch ein paar Hütten. Ich würde sagen, wir machen noch 3, 4 Hütten. Auf jeden Fall. Stein, Stock, Holz. Ist jetzt ja nichts Schwieriges eigentlich. So. Stein, Stock, Holz. Denn ein dressierter Affe macht auch einfach mal eine Hütte. Na klar, man kennt das doch, oder nicht? Hier etwa nicht. Gönn dir nochmal einen Stock. Bam, Junge. Und damit haben wir den nächsten. Geht gut, ne? Also gefällt mir sehr gut. Das geht sehr schnell alles jetzt hier gerade. So, dann machst du direkt mal einen neuen. Bitte, zack. Bitte, warte mal. Jetzt zweimal Sand ist zur Sandstein. Wir haben jetzt wieder was übersehen. Mach ich doch die ganze Zeit. Jetzt ist zwei Sand drauf, oder? Ah, jetzt. Sehr schön. Und damit haben wir ein bisschen Stein bekommen und wir haben wieder eine Hütte. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag, ich sage euch, ja. Sehr schön. So, und damit können wir jetzt... Ah, wir machen mal die 5 voll hier. Ich bin ganz early zu euch. Sü, das können wir auf jeden Fall nochmal schnell machen. Gönn mal, gibt ja auch 2 Münzen dann nochmal hier, können wir kurz verkaufen. Wie wär's nochmal mit ein bisschen Wood? Bananenbaum ist jetzt keine Wood, aber das ist nicht schlecht für die Affen. So. Baumwollpflanze ist jetzt... Ja, jetzt haben wir wieder zu viel. Eine Karte haben wir gerade, 2 Karten haben wir gerade zu viel bekommen. Gut, dann verkaufen wir den Sand einfach oder so. Da sehe ich jetzt gerade kein Problem. Weil die Bananen sind wir auch gerade losgeworden. Perfekt. So, erstmal hier seid ihr wieder undressierte Affen. Das geht mir ja auch gegen Strich hier. Geht ja gar nicht. Angelplatz, Baumwolle. So, direkt wieder die nächste hier am Start. Auf jeden Fall wieder ein paar Basic-Karten. An sich ist jetzt ein Bananenbaum nicht schlecht. Ich brauche mal wieder Holz. Holz würde ich tatsächlich wieder mal bevorzugen. So, machen wir mal hin hier. Ein Dorsch, ja, ja. Können wir kurz mal verkaufen. Na, wir brauchen vielleicht nochmal Essen. Besser ist es. So, jetzt wird hier gerade ordentlich geballert. Sandstein können wir auch wieder verkaufen eigentlich, ne? Wofür warten? Wir haben hier gerade eine so große Sandsteinproduktion, das ist halt echt krass. So. Baum verkaufen wir nochmal. Hier kommt Essen hin. Dann gucken wir mal. Wir brauchen wieder Basic Shit. Highballs. Wobei, Basic Shit ist ja auch nicht so ganz richtig, ne? Wir können jetzt ja gucken, dass wir hier, wo ist das? Holzfällerlager machen. Eigentlich 3 Holz, 1 Stein. Dann lass das doch jetzt als erstes machen. Okay, das war jetzt schwieriger als gedacht. Ich wollte jetzt ehrlich gesagt keinen rum. Aber die 3 Münzen nehme ich mit. Komm. Brauche ich nicht. Literally brauche ich eigentlich auch gerade nicht. Also, so steintechnisch läuft es jetzt plötzlich perfekt an. Also da läuft auch gerade das Geld richtig flüssig. Das sage ich euch so wie das. Nein! Ich dachte so, das ist jetzt ganz witzig einfach. Ich wusste nicht, dass der Affe direkt drauf geht. Was soll denn das?